Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft C. Ich hoffe, euch geht es absolut grandios, denn wir werden heute was absolut Wildes bauen. Mit einer der krassesten Sachen, die ich, glaube ich, jemals in so einem Modpack gebaut habe. Sowas, wie wir heute bauen, habe ich generell noch nie gebaut. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, guckt es euch auf jeden Fall an, denn wir haben sehr, sehr viele von diesen Quantum-Kompressoren gebaut, die wirklich sehr teuer waren. Und die wollen wir heute praktisch benutzen, um damit mehr oder weniger so eine Art Autocrafting für Singularities zu machen, denn die Singularities brauchen wir auch immer noch, um uns irgendwelche Creative Items zu bauen. Das bedeutet, wir brauchen hier drüben überall Export-Bars, wir brauchen Level-Emitter, wir brauchen sehr, sehr viel Stuff und wir müssen, das ist mir erst später aufgefallen, irgendwie erstmal von jedem eine Singularity bekommen, damit wir überhaupt einstellen können, was passieren soll. Ist irgendwie ein bisschen kompliziert, aber ich denke, wir werden es hoffentlich trotzdem hinbekommen. Die Kompressoren stehen alle hier drüben dran. Ich habe mir auch schon ein bisschen Gedanken zu dem Layout gemacht. Und ich denke mal, wir werden es so machen wie hier. Einfach hier unten Kabel, in der Mitte Kabel und oben Kabel. Daran kommt der Export-Bus. Hier kommt der Level-Emitter hin. Der kann auch gleichzeitig nach unten zeigen. Hier wieder ein Export-Bus. Dann exportieren wir das Ganze. Und ich denke mal, wenn das funktionieren sollte damit, es wäre cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass nicht. Weil ich glaube, das Ding kann 50.000 RF pro Tick leiten. Ob das für die Sachen genug sein wird, ich bezweifle es irgendwie. Nichtsdestotrotz würde ich die dann praktisch einfach ja so miteinander verbinden. Dann können wir nämlich auch direkt Item-Conduits daran anschließen, die dann praktisch einfach unsere fertigen Items irgendwo anders hinbringen werden. Also in Interface oder in irgendeine Ender-Chest, damit die dort einsortiert werden können. Wenn das nicht funktioniert, dann benutzen wir die gleichen Kabel wie auch hier drunter, die Crew Stabilized Flux Ducts. Denn mit denen können wir unendlich viel Energie leiten. Da machen wir die irgendwie hier hoch und dann machen wir das mit dem Item-Import irgendwie noch ein bisschen anders. Da würde uns schon auch was einfallen, hoffe ich. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig werden. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Wir könnten hier... Okay, wait, maybe... sollten wir die auch so bauen, dass sie Sinn ergeben. Das heißt, wenn, dann würde ja auch das Kabel hier einfach irgendwie so dran connecten. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal noch schauen. Jetzt machen wir erstmal ganz fix nochmal ein neues Rezept. Und zwar einen Export-Bus. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Rezepte haben wir hier eigentlich noch frei. Nur noch ein einziges. Okay. Okay, dann würde ich vielleicht sogar sagen, das ist egal. Wir machen uns einfach mal ein paar Pistons. Wir nehmen uns ein paar Formation-Cores. Die können wir uns zum Beispiel bestellen. Machen wir davon auch mal 20 Stück direkt so. Und dann nehmen wir uns ein bisschen was an Steel. Wir haben sehr viel Steel verbraucht, by the way. Unsere Anlage drüben kommt wieder absolut nicht hinterher. Ihr habt mir damals auch viele Tipps in die Kommentare geschrieben, dass wir doch einfach sowas wie Charcoal Dust direkt exportieren lassen sollen. Ich meine, wir haben Pulverized Coal Dust, aber wir haben keinen Charcoal Dust. Wir könnten es theoretisch machen, wir könnten aber auch Kohle... Ach, wir lassen sie erstmal so, oder? Ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Noch haben wir genug Stil, deswegen soll das, glaube ich, noch ein bisschen passen. Aber jetzt gehen wir einfach mal hier drüben hin und machen uns hier, zack, 16 Export-Buses. Das ist super cool. Jetzt brauchen wir noch einen Level-Emitter und den machen wir mit einem Prozessor. Und zwar mit dem hier brauchen wir den Calculation-Prozessor. Auch die können wir natürlich super easy autocraften. Machen wir 20 Stück. Oh, das habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Okay, das ist kinda interesting. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, so ein bisschen vor mir weggeschoben. Denn Pure Flux Crystals, also können wir super easy herstellen, by the way. Wir müssen einfach nur hier Purified Water über einen Charged Status Quad Crystal gießen. Also kein großer Aufwand, aber ich habe es halt noch nie gemacht. Ja, ich meine, früher oder später werden wir das System dafür aufbauen müssen. Jetzt haben wir gerade noch so 20 Stück davon zusammen, aber das ist natürlich absolut keine langfristige Lösung. Und vielleicht sollten wir uns auch irgendwann mal um so ein Base-Defense-System oder sowas hier drüben kümmern, damit einfach keine Orcas oder irgendwas von der Art in unsere Nähe kommen kann. Chitty Willy, du lebst in Gefahr. Wir können also jetzt eigentlich schon mal hier drüben dran gehen und anfangen, die ganzen Kabel zu setzen, wo wir dann auch später unsere Export-Busse praktisch haben wollen. Hier brauchen wir das Ganze nicht. Hier brauchen wir einfach nur einen, theoretisch. Ja, okay. Aber bei den anderen brauchen wir natürlich immer gleich doppelt so viele. Also wir brauchen auch das mittlere Kabel hier überall dran. So, machen wir die Dinge zusammen. Dann haben wir 20 Level-Emitters. Das sollte auch für diese Anlage hier mindestens reichen. Und die kommen jetzt praktisch immer oben und unten an diese Kabel hier dran. Das heißt, von oben natürlich so, dass sie den oberen leiten können. Da brauchen wir gar keinen mit dazu. Da ist alles noch easy going. Auch hier mit dazu. So, und der letzte noch hier drüben mit dran. Perfekto. Dann sind die alle miteinander verbunden. Die werden jetzt natürlich auch alle noch einen Channel brauchen. Das ist auch ziemlich wichtig. Das heißt, die oberen können wir schon mal zusammenführen für einen Channel. Die unteren obviously auch schon mal so. Zack, zack, zack. Und die mittleren theoretisch auch. Dann bräuchten wir halt nur auch wieder trotzdem überall zwischendrin die Cable Anchor. Aber ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Ich bin auch gerade überlegen, ob wir einfach die Channel praktisch von hinten mit Conduits befüllen sollten. Das wäre vielleicht auch ganz cool, oder? Also praktisch einfach immer diese drei Dinger hier hinten dran alle wegmachen. So, hier natürlich nur die beiden.
Dann gehen wir hier noch irgendwo in die Mitte mit dazu. Und dann könnten wir die doch eigentlich... perfekt miteinander connecten. Die Frage ist nur, wo das Dense-Cable dann reingehen soll. Also das große Dense-Cable. Die ME-Conduits sind ja auch schon dense, aber die könnten dann halt zum Beispiel irgendwie einfach hier dran connecten. Und ihr seht auch schon, die Level-Emitter gehen an. Das ist ziemlich cool. Ich meine, die machen natürlich noch nichts und die sollen auch noch nichts machen, weil natürlich obviously noch absolut gar nichts eingestellt ist. Aber so wäre es, glaube ich, ein bisschen cleaner, oder? Ja, find ich cool. Dann kaufen wir uns mehr Dense-Cable. Okay, soweit so gut. Jetzt können hier überall unsere Export-Dinger mit dran. So, dann sollten wir hier gleich auch nochmal ein paar Channel mit dazu bekommen, sobald die online 16 Stück. Okay, perfekt. So, wait, wir wollen aber mehr, oder? Ah nee, passt. Okay, ich weiß nicht, was ich gerade gedacht habe. Ich habe irgendwie an 12 Channel gelacht. Ach so. Oh, weil wir da vorne nur 6 auf der Seite hatten. Okay, ich habe irgendwie, mein Brain noch ein bisschen confused. Aber das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. Die Frage ist natürlich nur, wie wir das Ganze mit Energie lösen. Das ist immer noch so ein kleines Problem. Ich hoffe mal, wir kriegen das alles richtig geregelt. Wir machen uns jetzt erstmal wieder ein paar Crew Stabilis Flux Sacks. Die sind hier drin tatsächlich sehr easy, weil es einfach nur Pulsating Crystals mit den Energy Conduits sind und die können wir uns kaufen. Und Pulsating Crystals sind jetzt nicht unbedingt so das Überschwerste. Aber wie kriegen wir dann die Energie zu den oberen Dingern hier dran? Was ist, wenn wir unser Dense-ME-Cable einfach hier hinten in die Wand reinlaufen lassen? So in etwa. Und dann hier oben drauf einfach nochmal einen Dimensional Transceiver stellen, der einfach nach links und rechts ein paar Crew Stabilis Flux Stacks ausgibt. Wäre, glaube ich, ganz cool. So einfach haben wir hier drüben 10 weitere Crew Stabilized Flux Ducts, auch wenn das... Obwohl, doch, klar, wir brauchen für unten auch nochmal welche, ne? Ansonsten kriegen die hier drüben schon mal wieder ein bisschen was an Energie. Ja, also es wird halt leider nicht reichen, weil wir hier noch einen Double Capacitor drin haben, die Energie über den Dimension Transceiver zu senden. Also wenn es hier irgendwas anderes gibt, das wir benutzen können, um viel Energie zu leiten... Haut's gerne in die Kommentare, weil den Hyper Energy Sender und Receiver von Overloaded, den können wir leider nicht benutzen. Der wurde deaktiviert. Und ich glaube, sonst ist der Dimension Transceiver maybe sogar wirklich das Einzige. Sonst müssen wir halt für jeden einen einzelnen Dimension Transceiver machen. Das wäre auch eine Idee. Okay, und ich denke mal, für Item Conduits schließen wir hier einfach so ein paar Paare irgendwie zusammen. Machen wir die hier oben nochmal, so zack, zack. Und die gehen dann natürlich, obviously, hier hinten praktisch wieder in das andere Conduit mit dazu. Das heißt, die verlaufen sich irgendwo hier, dann gehen sie komplett mit nach oben und dann hier in unseren Dimension Transceiver rein und von da aus in unser System. Okay, Fassaden fehlen natürlich noch absolut, aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt schon mal mit dem Einstellen der Items hier drüben drin. Das heißt, wir nehmen uns jetzt sowas wie die ganzen Singularities, die wir brauchen werden. Und wir können ja einfach mal von oben durchgehen. Das heißt, wir haben Lead, Iron, Platin, Emerald, Redstone. Warte, wie viel haben wir? Um 8 Stück hier, ne? Ja, okay. Also haben wir Lead, Iron, Platin, Emerald, Silver, Redstone, Coal und Invar. Okay, und die ganzen Sachen können wir jetzt normalerweise einfach exportieren. Das heißt, wir fangen einfach mal mit Kohle, Redstone, Eisen, Silber, Lead. Dann machen wir hier Platin. Hier rein machen wir Emerald. Und ganz in die Mitte kommt Invar. Invar werden wir gleich noch ein bisschen Special Meshel brauchen. Denn wir wollen natürlich ein bisschen anderen Stuff hier drüben drin haben. Und er fängt schon an, Sachen zu exportieren. Okay, das ist sehr cool. Redstone wird scheinbar anders gemacht. Nee, warum will er keine Redstone Singularity herstellen? Okay, Kohle macht er. Den anderen Rest macht er hier drüben auch überall. Eisen. Also die Energie reicht, by the way, komplett easygoing aus. Ich bin mir nicht sicher, ob er einfach Energie braucht, wenn er die Singularity dann herstellt, wenn er die genug Items hat. Aber ich frage mich nur, warum er kein Redstone herstellen möchte. Da hat er irgendwie gar keinen Bock drauf, aus irgendeinem Grund. Ultimate Catalyst, Redstone wird zu Redstone Singularity. Ha, interesting. Also ich sag mal so, wenn die Energie hier so easy ausreichen würde, dann könnten wir auch den Dimension Transceiver hier oben weglassen. Dann können wir überall mit dazu Energy Conduits machen. Dann würde man nämlich auch die ganzen Singularities sehen, was bestimmt ganz cool wäre. Aber warum legt der Redstone nicht hier drüben rein? Can someone explain? Äußerst mysteriös. Nee, auf Redstone hat er absolut gar keinen Bock. Wenn ihr eine Idee habt, warum das nicht funktioniert, schreibt super gerne, please, in die Kommentare. Ich werde gleich auch nochmal gucken, ob wir so irgendwas finden. Aber ansonsten fängt er hier schon mal ganz gut an, die Sachen hier zu machen. Das heißt, wir brauchen jetzt natürlich noch ein paar Cards. Wir brauchen theoretisch Redstone-Cards, wir brauchen Acceleration-Cards. Bei Invar brauchen wir zusätzlich eine Crafting-Card. Aber wir können ja bei den meisten Sachen hiervon zum Beispiel einfach schon mal ein paar Acceleration Cards da drüben reinballern, dann geht das sehr viel schneller. Damn, es geht ultra schnell. WTF. Okay, ich hätte eigentlich, um ehrlich zu sein, Retalk nicht gedacht, dass es so schnell geht. 10.000 Items sind irgendwie doch sehr viel schneller exportiert als ursprünglich gedacht. Wir machen uns jetzt nichtsdestotrotz natürlich die ganzen Redstone Cards, damit wir später sagen können,
Wir exportieren nur so lange, bis wir, sag ich mal, 10 Singularities bei uns im System haben und dann hören wir auf. Sonst haben wir irgendwann alle unsere Rohstoffe in den Singularities gespeichert und das wäre natürlich auch nicht so gut, weil wir dann absolut gar nichts mehr machen können. Also, dann können wir nichts mehr anderes mehr bauen. Okay, hier drüben hat er tatsächlich jetzt 10.000 Kohle mit am Start. Ich frage mich, was er jetzt braucht. So, was müssen wir jetzt genau tun? Braucht er ein Redstone-Signal? Braucht er... Ich weiß ja nicht, macht er schon was, maybe? Braucht er einfach ein bisschen Zeit, bis er das hier umwandelt? Ah, da ist sie. Okay, Coal Singularity wurde hergestellt. Chillig, Eisen Singularity auch. Oh, okay, die meisten Sachen hiervon wurden gerade also scheinbar gemacht. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Das heißt, wir können jetzt schon mal anfangen, hier drüben so langsam aber sicher die Redstone Card auch gleichzeitig zu installieren. Bei unserem Invar brauchen wir, wie gesagt, auch eine Crafting Card mit dazu, sodass der Invar einfach herstellt, was er jetzt wahrscheinlich sogar auch schon machen sollte. Genau, er craftet hier gerade 20 Invar. Ist ein bisschen weird. Ich glaube, wir sollten Invar lieber auch so machen, dass wir immer was am Start haben, weil sonst wird Invar ewig brauchen, weil er legt halt immer wieder ein neues Crafting-Rezept für so, keine Ahnung, ein bisschen was an Invar an, was halt normalerweise nicht so der Überbanger ist. Naja, wir werden sehen. So, er soll jetzt später sein. Wir gucken hier mal rein. Wir haben zum Beispiel schon eine Cold Singularity. Schau an, die legen wir jetzt hier drüben rein. Wir sagen 10 Stück und wir sagen, er soll ein Redstone-Signal ausgeben, wenn er mehr als 10 hat. Okay, andersrum, er soll ein Redstone-Signal ausgeben, wenn wir weniger als 10 haben. Und unser Exo-Bus, der ist nur aktiv, wenn er ein Redstone-Signal auch wirklich bekommt, wenn er das auch wirklich hat. Und dann exportiert er und sobald wir 10 Singularities haben, hört er auf zu exportieren und wir sind good to go. Das heißt, 100.000 Sachen von allem sollten wir eigentlich hinbekommen. Wahrscheinlich sehen wir hier drüben einfach irgendwie den Progression-Pfeil nicht so ganz, wenn wir die Singularity herstellen. Ist ein bisschen schade, aber ich hoffe mal trotzdem, dass alles soweit normalerweise funktionieren sollte. Invar haben wir erst 700 Stück. Okay. Ich glaube, wir machen mit Invar auch ein bisschen was anderes. Ich glaube, wir werden das dort auch irgendwie so regeln, dass wir ja hier kein Interface haben, mit dem wir das autocraften können, sondern wir machen uns hier auch einen Export-Bus. Könnten wir machen, einen Export-Bus mit einem Level-Emitter und dann sagen wir einfach, exportiere, solange bis du 10.000 hast und dann hör auf zu exportieren. Okay, machen wir das Ganze so. Jetzt exportieren wir praktisch dauerhaft Eisen und Nickel, solange bis wir 10.000 Invar bei uns zu Hause im System haben. Ich hoffe mal, der Export-Bus kommt hier, by the way, ein bisschen hinterher. Sieht aber nicht unbedingt so aus. Dann machen wir uns noch mal ein paar Extraction-Speed-Upgrades. So, und jetzt sollte natürlich auch unsere Invar-Singularity sehr viel schneller nach oben gehen wie zuvor, weil wir jetzt halt einfach immer dauerhaft Invar exportieren, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und wie sieht es mit den anderen aus, Singularity? Wir haben schon 4 Stück von den meisten. Okay, LED ist immer noch eine. Warum ist LED so langsam? What the hell, LED? Okay, sehr gut. Also, die Sachen scheinen alle zu funktionieren. Ich denke mal, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie auch noch die Chunks und sowas mal ein bisschen besser laden. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier gerade ein Problem war, aber ich musste gerade immer wieder das Schloss hier drüben rausmachen, also Limited auf Unlimited stellen, weil das uns aufgehört hat, irgendwie die Items zu exportieren. Ich weiß nicht genau warum, aber hoffen wir einfach, dass es in Zukunft nicht mehr passieren wird. Nee, jetzt exportiert er weiter, bis auf Redstone. Keine Ahnung, was bei Redstone los ist. Das geht auch hier drüben mit Unlimited einfach nicht. Sehr, sehr, sehr komisch. Also... ein Plan. Dann schnappen wir uns jetzt natürlich schon mal die ersten Conduit für Sales und fangen an, hier alles zuzumachen, denn unser System funktioniert. Wir müssen, glaube ich, nicht unbedingt hier hinten dran und selbst wenn, dann können wir einfach wieder eine Wrench in die Hand nehmen und können alle Wartungsarbeiten, die vorfallen sollten, auch super easy vornehmen. So, aber das sollte alles gewesen sein. Dann haben wir hier, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr cleanes Setup. Und die Sachen, die man sieht, die darf man auch sehr gerne sehen. Finde ich ziemlich cool. Also ich will nicht alles in der Wand verstecken, aber wenn man hier so ein bisschen mal die Sachen sehen kann, das ist schon relativ nice. Oh, guck mal, jetzt sehen wir drüben auch das erste Mal einen Balken, der hier irgendwie nach vorne geht. Und ich hoffe, er exportiert weiterhin LED. Ja, das sieht gut aus. Eisen auch, sehr schön. Invar ist natürlich immer noch slow as... ne? Oh, das Bottleneck unserer ganzen Sache hier drüben ist jetzt gerade... einfach der Import-Pass hier drüben. Okay, das habe ich irgendwie absolut gar nicht bedacht. Das heißt, unser Dimension Transceiver, der alle Items, auch die ganzen Singularities, die... ja, guck mal, wir haben schon viel mehr, aber die haben sich hier drin einfach angeschaut, weil wir hier nicht genug Acceleration Cards drin hatten. Okay, es tut sich immer wieder ein bisschen was Neues, ein bisschen was Kleines auf. Jawohl, und jetzt exportieren wir auch sehr viel schneller unsere Ingots hier drüben. Das heißt, jetzt sollte das ein bisschen besser vorangehen. Ja, und dann müssen wir den ganzen Hasen jetzt eigentlich nur nochmal komplett 1:1 hier drüben mit aufbauen. Ich denke mal, das werde ich euch an der Stelle jetzt einfach mal ersparen. Das ist nicht so super interesting. Ist einfach 1:1 das gleiche wie mit davor. Genau dasselbe Setup. Vielleicht probieren wir hier aus, keine Chris Davis Flagstack zu benutzen. Obwohl, doch, ich finde die Symmetrie davon eigentlich ganz nice, ne? Wenn wir dann hier auf beiden Seiten diese großen Anlagen hätten.
wäre bestimmt schon ziemlich cool. Redstone, immer noch riesiges Problem. Wir brauchen die Singularity. Also wenn ihr eine Idee habt, warum das Ganze bei mir nicht funktioniert, warum ich die hier nicht irgendwie erstellen kann, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Alle anderen funktionieren nämlich. Und ich denke mir gerade so langsam, also bald müsst ihr auch mit Coal, genau, Coal feedet noch eine Singularity und dann hört auf, das Ganze zu exportieren. Da bin ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Ganze dann ablaufen wird. Ja, und dann haben wir hoffentlich in der nächsten Folge 10 Singularities von jedem Item, bis auf Redstone. Ich hoffe mal, wir kriegen Redstone noch hin. Und wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problem. Naja, ich kümmere mich jetzt mal um das ganze Setup auf dieser Seite hier. Dann haben wir beides gespiegelt. Wir haben alle unsere Singularities. Wir haben immer 10 Stück davon direkt bei uns mit am Start. Können die für die Ultimate Singularities benutzen, die dann natürlich auch automatisch verkraften lassen und dann die ersten Creative Items bauen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr zufrieden, wie das Ganze aussieht. Und wir stellen gerade auch schon die letzte Coal Singularity her. Sehr cool. Also, das war's heute von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich sehe euch morgen um 16 Uhr wieder. Also da rein. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Peace.